Jo, seid gegrüßt und willkommen zurück zu einem neuen Spiel. Ja, leider ist die erste Folge leider abhandengekommen. Da haben sich kleine Fehler eingeschlichen, die ich leider nicht so veröffentlichen kann. Deswegen gibt es jetzt hier die zweite Folge von Skull and Bones, die Open Beta. So eine Art Piratenspiel. Und ja, wir fangen einfach da an, wo wir halt aufgehört haben. Nur halt das erste Video gibt es leider nicht zu sehen. Nichtsdestotrotz machen wir hier weiter. Ja, im Endeffekt habt ihr nicht viel verpasst, sag ich mal. In der ersten Folge gab es dann halt eine Video-Zwischensequenz. Es gab halt eine Seeschlacht. Dann haben wir halt den Charakter erstellt, sind dann halt zu einer Insel gepaddelt, haben da halt einen Auftrag entgegengenommen, haben den dann halt erledigt und sind dann halt zur großen Regatta da gefahren, zum großen Schiff. Haben da uns ein paar Informationen geholt und wir sind dann hier auf der Insel hier gelandet, auf der Saint Anne. Und ja, also ihr habt eigentlich nicht viel verpasst, sag ich mal. Ja, was ist Skull and Bones? Also Skull and Bones ist halt von Ubisoft, so eine Art Piratensetting. Ihr müsst halt hier Aufträge entgegennehmen. Ihr könnt euer Schiff verbessern, Seeschlachten, Materialien sammeln. Ihr könnt halt im Online-Modus mit anderen Leuten spielen. Ihr könnt halt eine Gruppe beitreten. Ihr könnt zusammen eine Schlacht machen. Ja, also es ist allerhand vorhanden, sag mal. Ne? Also ihr könnt halt auch alleine spielen. Oder halt mit einem Kollegen, der halt dann auch in der Gruppe drinne ist. Ja. Wie gesagt, ihr könnt Materialien sammeln. Ihr könnt dann euer Schiff verbessern. Und. Hier haben wir eine Veredelung. Der Schiffsbauer. Der Zimmermann. Ja, wir haben jetzt hier so eine Art, ich will mal sagen, so eine räudige Klamotten an. Das kann man später dann halt auch noch alles ändern, dass man halt hier ein bisschen besser aussieht. Halt als Captain kann man halt nicht so rumlaufen. Ne? Aber es kommt alles. Ja, wie gesagt, eine Kochstelle ist, da könnt ihr halt Materialien sammeln, halt Fische und andere Sachen. Damit könnt ihr halt eure Ausdauer generieren und eure Gesundheit. Wie halt so ähnlich in Far Cry. Ja, ihr müsst halt sammeln. Provianthändlerin, da könnt ihr halt wahrscheinlich Sachen kaufen. Ja, wie gesagt, das ist für mich jetzt hier auch gerade mal die zweite Runde. Ihr habt ja Warenhändlerin. Also es gibt wirklich allerhand zu sehen. Das Spiel wird offiziell ab 16. Februar erscheinen. Ihr habt dann Briefkasten, Lagerhaus. Ne, wir können ja hier mal schnell im Briefkasten gucken. Die Post wird abgeholt. So, was haben wir denn hier? Ungebrochenes Brot, ein Sohn der Freiheit. Ha, willkommen in Saint Anne. Man sagt, ihr werdet ein wahrer Pirat. Ja, noch nicht. Es obliegt wohl mir zu beurteilen, wenn ihr euch in einen Piraten verwandeln wollt, der meiner Aufmerksamkeit würdig ist. Müsst ihr zuerst die Gunst der lokalen Händler und Piratenfürsten gewinnen. Um Skulok hat die größte Macht über dieses räudige Halunkennest. Taugenichts Finn
finden ein Boot und nennen sich Pirat. Aber nur wenige uns haben genug Einfluss, um sich diese Bezeichnung tatsächlich zu verdienen. Nun, sammelt erst einmal Kraft für die kommende Schlachten. Seid ihr einer von uns? Habt ihr wahrlich das Zeug, euer eigenes Piratenimperium auf See zu erschaffen? Genau, also ihr könnt wirklich halt wie so eine Art Gruppe bilden mit mehreren Leuten, die dann für euch dann halt Materialien sammeln. Dann könnt ihr das Schiff verbessern, verstärken, bessere Waffen, bessere Besatzung. Dann könnt ihr auf Seeschlacht gehen und. Ne? XXX, ein Sohn der Freiheit, bereit. Der Ungezügelte einmal, Grotogoro einmal, der Wilde einmal und Reparatursetz fünfmal. Ja, wir könnten das theoretisch jetzt schon mal annehmen, aber wir müssen erstmal auch woanders hin, und zwar den Brief abgeben, den wir abgenommen haben in der ersten Folge. Der hier hat den Schiffbruch überlebt. Das sieht wohl so aus. Ein Überlebender. Kommt rein, Sporte. Erledige das, oder lass dich nie wieder hier blicken. Du taugenichts. Die Briten versenkten mein Schiff und meine Fracht. Doch euch spuckten sie wieder aus. Ich hoffe, ihr seid nicht wertlos. Ich brauchte diese Waren. Wisst ihr, dieser Hafen gedeiht nur durch Töhlings Gunst. Dieser Händler ist so reich, er pisst flüssiges Gold. Doch ich bekam nur einen Brief. Dieses Schwein reibt mir seinen Arsch ins Gesicht. Ich schicke eine volle Ladung und er verlangt das Dreifache. Ich brauche mehr Kapitäne. So, der Piratenfürst John Skulock. Ich räume die Händler aus und besorge euch die Ware. Ein paar Geschäfte und ich besorge euch die Waren. Ja, komm, nehmen wir mal das erste. Ein waschechter Pirat, was? Ihr werdet ein gutes Gespür für Beute brauchen und mehr Kanonen. Ich sah, in welcher Nussschale ihr angespült wurdet. Kaum mehr als Treibgut. Ihr habt Schneid, aber ihr seid noch nicht bereit. Ihr wollt raus aus den Lumpen und auf ein richtiges Schiff? Macht euch einen Namen und verschafft euch Respekt. Dann wird euch Gutes widerfahren. Tut das und ich mache euch zum berüchtigsten Piraten der sieben Weltmeere. Jetzt verschwindet. Wir sehen uns bald wieder. An Ruhm gewinnen. Dein Ruhm repräsentiert deine Stellung und deinen Einfluss in der Piratengemeinschaft. Wenn du deinen Ruhm steigerst, werden neue Dienste und Aufträge verfügbar. Je schwieriger die Herausforderung, desto mehr Ruhm kannst du dabei erlangen. Ja, noch bin ich hier der kleine Außenseiter. Ein kleines Schiff, das ursprünglich für die Jagd an Flüssen und Küstenstreifen gebaut wurde. So, da sind die Aufträge. Neuanfänger, ein Versteck der Piraten. Baue mit Hilfe der Piratengemeinschaft von Saint Anne deine Flotte auf. Sprich mit den Schiffsbauer.
Dann werden wir das mal machen. Also das ist kein Schiff, ey, das ist für mich hier ein Boot, was wir hier haben. Wie gesagt, Open Beta können halt mal da noch da ein paar Fehler sein. So, hier können wir dann halt, wie gesagt, kochen. Verschiedene Gerichte, aber da müssen wir halt auch erstmal die Materialien sammeln. So, hier ist unser Schiffsbauer. Man sieht, hier sind halt auch andere Spieler halt noch unterwegs, ne? Alles Online-Spieler. So, möchte gerne mit ihm sprechen. Ah, ihr seid der Seetang, der vom Wrack der Exeter angespült wurde. Skurlock mag Potenzial in euch sehen. Ich sehe nur einen Möchtegern-Piraten mit einem Pissfleck am Hosenlatz. Sagt mir, was sieht der Piratenkönig in jemand, der so abgerissen ist wie ihr? Der Schiffsbauer. Ich will eines Tages die Weltmeere beherrschen. Ich bin entschlossen, meinen Wert zu beweisen. Passt auf, dass euer Drang nicht von Skurlock gesteuert wird, sondern nur von eurem freien Willen. Gewieftheit ist der Kompass eines Piraten, vergesst das nicht. Ich nehme an, ihr sehnt euch nach einem Schulterklopfen, Schätzen in den Stiefeln und John Skurlocks warmer Umarmung. Ha! St. Anne schlitzt euch eher die Kehle auf, als sich Paradies nennen zu lassen. Ich kann euch das mächtigste Schiff des Indischen Ozeans bauen, so wie Skurlocks Margareta. Doch wie ihr es durch die Gezeiten steuert, liegt allein an euch, Kapitäni. So, Handwerkszeug. Verfügbare Aufträge. Ohne die richtigen Werkzeuge zum Navigieren und der Suche nach Gelegenheiten kommt ein Captain nicht weit. Stelle Kapitänswerkzeuge her, um Materialien für dein erstes Schiff zu sammeln. Ein Pirat steuert sein Schiff. Doch wie es sich im Monsun verhält, hängt vom Baumeister ab. Besucht meinen Freund Sehn, den Zimmermann. Er hilft euch mit den Werkzeugen, die ihr braucht, um Material für ein Schiff zu sammeln. Auftrag angenommen. Passt gut auf euer Schiff auf. So, stelle Kapitänswerkzeuge beim Zimmermann her. Säge, Sichel und Spitzhacke. An, was ist denn hier los? Jumbo, ihr habt euch bisher an einen Fetzen Glück geklammert. Um euch hier einen Namen zu machen, muss Blut an euren Händen kleben. So sind die Piraten. Ich bin bereit, Blut zu vergießen. Ich möchte ein berüchtigter Pirat sein. Wenn ihr den Ruhm nach dem Gewicht der Geldbörse messt, seid ihr in St. Anne richtig. Wir können uns gegenseitig helfen. Bringt mir gutes Material, dann bekommt ihr die besten Werkzeuge der Roten Insel. So machen wir uns beide einen Namen. Herstellung. Um Waffen, Ausrüstung und Werkzeuge herzustellen, benötigst du Baupläne und Materialien. Sammelwerkzeuge werden verwendet, um Rohmaterialien aus der Region zu sammeln. Werkzeuge für die verschiedenen Materialtypen können beim Zimmermann im Piratenunterschlupf hergestellt werden. Im Kodex findest du weitere Informationen zum Sammeln. So, Spitzhacke, Säge und Sichel. Ermöglicht dir aus Metallvorkommen Metallerz für die Herstellung zu gewinnen. Ermöglicht dir aus Bäumen Holz für die Herstellung zu gewinnen. Ermöglicht dir aus Pflanzenfasern für die Herstellung zu gewinnen. Immer hier.
Okay. Sammel Materialien, um beim Schiffsbauer deine erste Schiff zu bauen zu lassen. Sieh auf der Karte, um Ressourcen aufzuspüren. So. So, wir sind jetzt hier, genau. Und wir müssten... theoretisch hier runter, um das Holz zu holen. So, ich guck mal, was kürzer ist vom Weg her. So, jetzt muss ich erstmal schauen, wie komme ich denn da am besten hin? Kann man da hinlaufen oder muss ich da mit dem Schiff runter? Dann müssen wir selber erstmal schauen. Wie man dort am besten... ich denke mal, der wird mit einem Boot sein, ein Schiff, was wir haben. Ich glaube nicht, dass wir da hinlaufen können. So, dann werden wir mal unser Boot schnappen. Naja, dachte ich mir schon. So. Segel setzen. So, ab geht's. Dann werden wir mal die Ressourcen holen. Also stelle ich mir schon gut vor, wenn man halt wirklich so eine Gruppe hat, wo man halt richtig zusammenarbeitet. Eieiei. Dann kann schon draus was werden. Oh, mein Boot hat doch immer diese Schieflage. Okay, da habe ich schon... oh. Also noch enger ging es nicht. Okay, theoretisch können sie mich jetzt auch hier angreifen. Okay, und abliefern. Man muss sich jetzt hier auch mal erstmal mit der Steuerung auch vertraut machen. Wo ist was? Was muss man drücken, um diese Funktion zu betätigen? So, hier können sie mich halt nicht mehr angreifen, weil hier ist halt sicheres Gebiet. Wir haben jetzt hier auch so ein Fernrohr, damit können wir Materialien aufsuchen in die Meere. Halt alles Mögliche, halt, was man halt braucht für einen Schiffsbau. Boah, mein Boot hat eine ekelhafte Schräglage. Aber wie ihr seht hier, Open Beta geht halt nur 2 Tage von Freitag bis Sonntag und wir haben gerade mal Sonntag angefangen zu spielen. Ja, viel werden wir nicht schaffen, aber wir machen so weit, wie wir kommen. Wenn Skurlock für euch birgt, können wir ins Geschäft kommen.
So, abgeben. Ein Huhn, das Krokodileier ausbrütet, verdient es nicht besser. Ich fürchtete, euch nicht wiederzusehen, wie die anderen, die wir zum Holzholen in krokodilverseuchte Gewässer schickten. Macht so weiter, dann wird eurem Glück nichts im Wege stehen. Ihr seid nur einen Schritt davon entfernt, euch euer eigenes Schiff zu sichern. Deswegen bin ich ja hier. Auftrag abgeschlossen. Ein seetaugliches Schiff. Ein Captain ohne eigenes Schiff macht nicht viel her. Bau dein erstes Schiff und mit deinen Raubfahrten auf See zu beginnen. Ihr habt es weit gebracht, seit ihr Treibgut an der Küste gesammelt habt. Wenn ihr Silber habt, verkaufe ich euch gestohlene Baupläne der Kompanien. Mit dem richtigen Material könnt ihr ein Schiff bauen, das es mit ihren Besten aufnimmt. Auftrag angenommen. Einen neuen Gegenstand herstellen, kaufen und verkaufen. Nee, eigentlich nicht. Schnell, bevor das Schiff ablegt. Ah, okay. Okay, okay. Einen Auftrag für mich? Rammschiff, Klasse, Bäder, Größe klein. Ein wendiges kleines Schiff, das Ziele rammen kann, um Überflutungsschaden zu verursachen. Schiffstyp Angreifer. Angreifer ziehen einen aggressiven Spielstil vor und sind darauf spezialisiert, Schaden und Statuseffekte zuzufügen. Vorteile: Lancia erhöht Rammschaden um 25% und reduziert. Galeonen sind alte, aber effektive Schiffe. Reduziert den Verlamsungseffekt vom zerrissenen Segel um 50%. Okay, na dann stell mal her. Ja, ist jetzt nicht das beste Schiff, aber wie gesagt, wir fangen halt auch erstmal an. Ja, 8 Knoten, Trimgeschwindigkeit, 12 Knoten. Ja, herstellen. So, gesamtes Fracht ins neue Schiff verladen. Auf jeden Fall. Ha, seht euch das an. Ein eigenes Schiff und eine Küste, an der man sein Glück finden kann. Sprecht mit Thomas, dem Schmied. Falls ihr nicht vorhabt, das nächstbeste Kompanieschiff einfach zu rammen, kann er euch Kanonen bauen, mit denen ihr es versenken könnt. Bewaffne mit Hilfe der Piratengemeinschaft vom Saint ein deine Flotte. So, sprich mit dem Schmied. Er steht einfach hier in der Luft. Normalerweise würde ich einen niemand wie euch nicht mal mit dem Arsch angucken. Aber ich habe gesehen, dass die Geschützlücken eures Schiffs erschreckend leer sind. Ich zahle jeden Preis, um mein Schiff zu bewaffnen. Hoffentlich sind eure Kanonen meine Zeit wert, weil er mir so einen dummen Spruch gegeben hat. Hört mal, wer in Piratengewässern überleben will, muss mit den Haien schwimmen. Wenn das nichts für euch ist, dann segelt zurück zu eurem Karpfenteich. Seit dem Schiffbruch der Exeter mangelt es hier an allem. Die Kompanie weiß das, also erhöht sie den Druck. Bringt mir Vorräte, dann mache ich euch Waffen zum Aufspießen der Frösche. Ja, ist klar, man macht jetzt hier erstmal die ganzen Laufburschen rund. Halt erstmal den Sklaven spielen und dann zum Schluss dann die Füße küssen. Waffen und Kanonen. Gegner und Beute beugen sich nur Schießpulver und Feuer. Stelle Kanonen und Munition für dein erstes Schiff her. Klar. Bevor ihr ein Stück aus der Kompanie rausbeißen könnt, müssen euch erstmal Zähne wachsen. Im Moment herrscht da gähnende Leere. Ihr braucht Vorräte. Die müsst ihr selbst besorgen. Also,
schwingt die Hufe. Wir haben ja ganz schön flotte Sprüche hier auf Lager heute, ne? Dieses Gespräch hat nie stattgefunden. Ja, träum weiter. So. Wir müssen natürlich gleich mal auf der Karte gucken. Sind wir hier fertig, Captain? Ja, erstmal. Segel setzen, Schiff wechseln. Ah, der ist schon ausgewählt, ja? Ah, okay. Keine Waffen ausgerüstet. Dieses Schiff hat keine Waffen ausgerüstet. Bist du sicher, dass du die Segel setzen möchtest? Ja, na klar, ich brauche ja die Vorräte. Ach so, kann ich das doch schon herstellen? Ach doch, ich kann doch schon was herstellen. Oh, wusste ich nicht. Er sauft mir ja nicht in einer Pfütze. Ah, ich muss sie dreimal herstellen. Boah. Ich mach euch eine gute Waffe. Tut euch nicht weh damit. Also dreimal, okay. Beschaffene Kanonenkugeln. Oh, gibt's aber hier wirklich schon ganz schön dicke Kaliber. Mein lieber Mann, ey. Leute wie euch kennt man nicht gern. So, ich muss hier mal kurz auf der Karte gucken. So, Kanonenkugeln. Meint ihr auch beim Schmied, ja? Wie läuft euer Tag, Pirat? Ja, wie gesagt, ich muss mich da erstmal rinfuchsen. So, wie viel brauchen wir denn? Wie durch Butter. Ah, okay. Erster Treffer. Dieses Gespräch hat nie stattgefunden. Sprich mit dem Schmied. Neue Gegenstände herstellen. Ich hab doch jetzt alle durch hier, oder? Kaufen und verkaufen. Leute wie euch kennt man nicht gern. Naja, bewaffne mit Hilfe der Piratengemeinschaft von Saint Anne deine Flotte. W-
Warum zeigt er mir hier an? Wie läuft euer Tag, Pirat? Kaufen und verkaufen? Na, ich kann doch hier weiter nichts auswählen. Ach so, oh. Mein Gott, ey, dass man hier raufgehen muss, das wisst doch kein Mensch, ey. Erster Treffer. Um ihre aggressiven Expansionspläne voranzutreiben, ist die Kompanie auf der Suche nach Ressourcen bis nach St. Ellen vorgedrungen. Ich hab Stahl in den Versenke Kompanie Sammelschiffe, die sich dem Gebiet um St. Ellen nähern. So, ihr habt die Decks geschrubbt, die Kanonen poliert und die Weichteile gewappnet. Gut, dann könnt ihr euch endlich mit Kompanieschiffen anlegen. Die arroganten Hunde bedienen sich ganz gern mal an meinem Eisen. Sprengt sie in Stücke! Man muss sich hier erstmal richtig rinfuchsen, wie das hier alles funktioniert. Rüste dein Schiff mit den neuen hergestellten Kanonen aus. Rüste dein Schiff am Dock mit Waffen aus. Ja, machen wir, machen wir. Auf das Schiffsmenü kannst du von überall im Unterstoff aus zugreifen. Nutze das Menü Schiff verwalten, um die Waffenausstattung und Verschönerung deines Schiffes anzupassen. Denk immer daran, Kanonen auszurüsten, bevor du gefährliche Aktivitäten aufbrichst. Ah, okay, okay, okay. Auswählen. Okay. Panzerung haben wir erstmal keine. Ausstattung. Tauwerkkasten. Auswählen. Schiffsverschönerung. Ach du Scheiße, okay. Vergiss nicht, dein Schiff, deine Besatzung und dein Schiffstier nach deinem Geschmack aufzuhübschen, indem du Schiffsverschönerung auswählst. Verschönerung sind dafür da, das Aussehen deines Kapitäns oder Schiffes anzupassen. Sie verändern nur dein Aussehen oder das des Schiffs. Haben aber darüber hinaus keinen Einfluss auf das Spiel. Ah, okay. Muster ebeln. Den Rumpf kannst du noch auswählen. Ja, perfekt. Ja, ich muss hier erstmal auf der Karte gucken. So, wir müssen erstmal hier runter. Ja, singt mal schöne Piratenlieder, genau. Ja, mit der Steuerung muss ich mir noch ein bisschen vertraut machen. So, und so kann ich anvisieren. Okay. So, da vorne sind ein paar Schiffe.
Ah, zu weit weg. Ein Handelsschiff. Nein, ich hoffe nicht. So, das Nachladen dauert ein bisschen. Na komm, wir kratzen erstmal die Kurve. Kein Bock, dass er hier uns versenkt. Die kleine Mistmarder. Soll er mal woanders spielen gehen? Land der Unruhe. Aber hier mit neuen Knoten ist auch nicht gerade. Ja, das habe ich auch gemerkt. So, ich brauche ein bisschen Materialien. Versenke Sammlerschiff. So, Leute, nachladen. So, und jetzt wieder zurück. Ja, wir können halt auch von anderen Spielern halt auch angegriffen werden. Deswegen kannst du später hier das halt nur mit einer vernünftigen Gruppe machen. Ein verstärktes Schiff und dann kannst du hier auch alle platt machen. Aber hier nicht mit so einem kleinen Segelboot hier, was wir hier haben. So, den nehmen wir noch mit.
War ja schon stabil, das Boot. Oder das Schiff. So, wir müssen auch richtig aufpassen. Ja, siehst du, da kommt schon einer. Oh, komm, ey, 7 Knoten hier. Was ist denn hier los? Gib doch mal hier ein bisschen Vollgas. Oh, komm schon. Oh, ist das träge, ey. Alter, ist das träge hier mit 12 Knoten, 9 Knoten. Kann nur sein, dass wir auch so schwer sind. Oder die Ausdauer ist hier ein bisschen am Arsch. Theoretisch könnten wir jetzt ihm hier auch angreifen oder ihm halt zur Gruppe einladen, zum Zusammenarbeiten. Und sobald man hinter dieser Linie hier ist, kann man halt dann auch nicht mehr angreifen. So, aber erstmal so weit, so gut. So, hin zu den Schmied. Auftrag abgeschlossen. Ich mache euch eine gute Waffe. Aber tut euch nicht wieder. Diese Frösche leisten kaum Widerstand. Hm? Das habt ihr gut gemacht. Eure Taten klingen bei jeder Erzählung heldenhafter. Ihr habt den anderen Piraten in Saint-Anne imponiert. Sie würden gerne mit euch handeln. Und ich habe auch noch mehr Aufträge. Vorausgesetzt, ihr traut euch. So, Außenseiter 200 plus. Oh, ich bin jetzt Halunke. Nicht willkommen an Bord. Neue Waffenherzstellung kostet Zeit und Ressourcen. Aber deine Gegner haben Waffen, die nur darauf warten, erbeutet zu werden. Besiege Company Plänkler und erbeute ihre Fracht für den Schmied. Der nächste Auftrag wird hart. Doch zieht ihr ihn durch, dann wird sogar Skarlock davon hören. Also, auf Kriegsschiffen der Kompanie finden sich seltene Teile, für die ich gut bezahlen würde. Wenn sie sinken, sind sie für immer verloren. Ihr müsst die Schiffe entern. Oh, entern, Alter, da drauf hab ich richtig geil Bock. Ja, aber ich würde sagen, wir machen hier erstmal Stopp und machen auf jeden Fall in der nächsten Runde weiter. Ich hoffe, euch hat hier mal die erste Runde gefallen. Also, haut rein und bis dann.